Liebe Grillfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um das große Thema Guss. Gibt es in verschiedensten Formen und Größen? Und ich erkläre euch das ein bisschen. Da machen wir wieder gemeinsam Sauerei. Ich freue mich drauf. So, ihr Lieben, wir haben es in Edelstahl, jetzt auch endlich in Guss. Der Geflügelhalter, wo wir quasi im geschlossenen Zustand Gemüse während des Garens mit dem Geflügel angrillen können. Das Fett kann ich runtertropfen. Eine wunderbare Lösung, um den Fettbrand zu vermeiden, um knuspriges Hähnchen zu bekommen. Hier habe ich eine Pfanne mit Holztablett und einem abnehmbaren Griff. Das heißt, ich kann die Pfanne unfallfrei in den Grill reinstellen, da meine Sachen braten, Steaks angrillen, wie auch immer. Dann mit dem abnehmbaren Griff einhaken, auf das Holztablett quasi stellen und direkt servieren. Eine schöne, saubere Lösung. Hier habe ich eine Wedge-Pfanne mit Holztablett. 8 verschiedene Möglichkeiten, eine Quiche zu machen oder ein Omelette zu machen. Mit Zwiebeln, ohne Zwiebeln, mit Paprika, mit Bacon oder ohne. Ihr könnt selber entscheiden. Wer sich nicht beim Kauf entscheiden kann, welche Pfannengröße jetzt die richtige ist, nimmt einfach unser dreiteiliges Pfannenset mit 16 cm Durchmesser, 19,5 und 26 cm. Das heißt, wir haben für alles eine Pfannenmöglichkeiten am Start und ihr könnt frei wählen. Was auch im Programm nicht fehlen darf, ist der Sandwich Maker für Gasgrill, Holzkohle und Feuer super geeignet, wo wir dann draußen in dem Feuer oder im Grill einfach die Sandwich ausbacken können. Was wir auch haben zu dem ganzen Dutch Oven in allen Größen und Formen, ich habe es euch schon vorgestellt, haben wir auch die Kastenformen eckig in verschiedenen Größen. Wir werden heute in der Kastenform 8, also in der K8, was Leckeres drin machen. Ihr seid einfach gespannt und neugierig. Was wir auch haben, nicht nur das dreiteilige Pfannenset, sondern die Pfannen alle einzeln geriffelt oder glatt. Na, die geriffelten sind natürlich sehr, sehr gut geeignet, um ein Branding schön hervorzuheben. Die glatten Pfannen lassen sich besser bearbeiten, wenn man was umrühren möchte. Eure Entscheidung. Schaut einfach nach, welche Größe für euch die passende ist. Ihr Lieben, wir fangen mit den Spare Ribs an. Und bevor wir uns jetzt streiten, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele leckere, tolle Möglichkeiten, leckere Spare Ribs vorzubereiten und herzurichten. Ich habe für mich aber entschieden, 3, 2, 1, räuchern, ja, nein, vielleicht, nö. Ich mache das 1,5 Stunden bis 2 Stunden im Gussbräter, lasse die kochen. Dann kommen die wieder auf den Grill bei mittlerer Hitze, dann glasiere ich die und habe nach 2, 2,5 Stunden perfekte Spare Ribs für mich, von meinem Geschmack her. Viel Spaß dabei. So, was machen wir, worauf ist zu achten? Wir nehmen einmal den Spare Rib und ne, kleiner Tipp von mir, wie bekomme ich die Silberhaut am Rücken quasi ab? Ich nehme einen Löffel, den Rücken quasi, gehe mit dem Löffel einmal am Knochen hier rein. Ich kann dann mit dem Daumen quasi mir die Silberhaut hochholen, ziehe das ab und bin fertig. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Wenn wir das haben, dann würzen wir die Spare Ribs trocken mit einem Rub. Nach Geschmack, würde ich sagen. Der eine mag es pikanter, der andere mag es was süßer, der andere mag es was fruchtiger. Da gibt es kein falsch, kein richtig. Da gibt es nur schmeckt und schmeckt nicht und am besten euch. Kommen wir ganz kurz, bevor es weitergeht, zu dem Bräter selber. Ihr seht den Deckel mit den 4 Füßen. Das heißt, die können wir auch umdrehen und stellen fest. Wir haben eine geriffelte Seite, wo wir quasi im Feuer da unsere Steaks angrillen können. Wir haben hier eine Nase, wir haben hier eine Nase. Und wenn ich den Deckel dann auf den Topf draufschmeiße, kann ich also auch ein Bratenthermometer, ein Funkthermometer, ein Fühler da durchstecken, um die Kerntemperatur bestimmen zu können. So, genug Theorie, die Spare Ribs wollen hier rein. Wir nehmen die Spare Ribs, am besten übrigens einen Tag vorher über Nacht einfach würzen. Dann kann das Gewürz schön in das Fleisch einziehen. Wenn wir feststellen, es passt was nicht, halbieren wir es und dann kommt das da rein. Jetzt kommen wir zu meinem Tipp. Würde ich jetzt den Deckel einfach drauf machen, den in den Grill reinstellen, würden die mir verbrennen, unten anbrennen, kaputt gehen. Das wollen wir nicht und so richtig gar würden die auch nicht werden. Also brauche ich eine Flüssigkeit, um meine Spare Ribs quasi zu kochen, 1,5 Stunden. Ich nehme gerne Apfelschorle. Ob man das jetzt schmeckt oder nicht, wage ich zu bezweifeln, aber für meinen Kopf ist es vollkommen ausreichend. Es muss also einfach kochen. Der Knochen ist natürlicher Abstandshalter, ne? Das Fleisch zieht sich zusammen und dementsprechend brennt unten auch nichts an.
gucken wir, dass wir so einen halben Liter Apfelsaft nehmen. Man kann auch Bier nehmen, man kann Wasser nehmen, vollkommen Bums. Jetzt eine ganz wichtige Sache, da das Guss hier an der Seite auch heiß wird und mein Zwerrib an der Seite anbrennen würde, habe ich einen riesen Tipp für euch, Backpapier. Und zwar nehmen wir Backpapier, machen es ein bisschen nass, sprich, ich habe ja hier eh Apfelschorle drin, das heißt, ich weiche die kurz ein, lege die an der Seite und schon kann nichts mehr anbrennen. So. Deckel drauf und jetzt kommt die Kastenform mit den Sparrows bei 150, 180 Grad Deckeltemperatur in den Grill rein. Die Flüssigkeit fängt an zu kochen. Mehr als 100 Grad haben wir dann sowieso nicht hier drin. So, Grill ist vorgeheizt. Dann schmeißen wir die Kastenform jetzt in den Grill. Und so in einer halben Stunde kontrollieren wir das nochmal, dass die Sparrows wirklich kochen. Und wenn der Knochen sich löst und man den so wegflitschen kann, dann sind die fertig. Dann kommen die nochmal bei 150, 200 Grad auf den Grill drauf. Das Fleisch kann wieder so ein bisschen anziehen. Dann glasieren wir das 3-4 Mal mit einer Barbecue-Soße und haben in meinen Augen richtig, richtig geile Sparrows. So, ihr Lieben, die Sparrows sind jetzt circa eine halbe Stunde in dem Bräter drin. Deckel zu, die kochen feucht, fröhlich vor sich hin. Lass uns mal gemeinsam das kontrollieren. Wir sehen, es qualmt schon feucht, fröhlich. Die Sparrows, die kochen. Wir sehen auch schon, dass die einen Zentimeter ungefähr sich lösen. Das heißt, die kommen so langsam, brauchen aber noch eine gute Dreiviertelstunde, Stunde. Also machen wir wieder den Deckel schnell zu und lassen es weiter kochen. Wir prüfen jetzt mal gemeinsam die Sparrows. Die sind jetzt seit anderthalb Stunden in dem Brett da drin. Kommt mit. Wir sehen, wie es hier am Kochen ist. Oh, und die sehen einfach jetzt schon grandios aus. Die prüfen wir jetzt, ob die fertig sind. Ich nehme dann immer zwei Zangen und wenn ich den Knochen quasi hier so lösen kann und trennen kann, guck mal, wie blank der ist, dann sind die Sparrows für mich gar und perfekt. Jetzt kommen die ganz kurz auf den Grill. Das Fleisch kann wieder so ein bisschen anziehen. Der Knochen lässt sich trotzdem hervorragend lösen. Dann glasieren wir die gerade zwei, dreimal mit einer Barbecue-Soße und dann haben wir perfekte Sparrows innerhalb von 2 Stunden. Und wir sehen, durch das Backpapier ist hier nichts angebrannt. So können wir das jetzt gleich einfach durchspülen im Läppchen und haben dann wieder einen perfekten, sauberen Gusstopf. Hier haben wir jetzt einen Mop und eine Barbecue-Soße. Die glasieren wir jetzt 3-4 Mal, damit sehr tomatisch gehaltig. So, ihr könnt natürlich frei entscheiden, was ihr wollt. Ob was schärfer, was süßer, tomatiger. Ne, das könnt ihr alles frei entscheiden. Da gibt es 100.000 Milliarden Rezepte. Ich nehme hier den Quatz quasi, hier den Baumwollpinsel, damit man die Barbecue-Soße richtig schön satt auftragen kann. Der Silikonpinsel hat den Nachteil, dass wir, wenn da viel Zucker drin ist, dass wir das, die Barbecue-Soße immer abziehen. Und so habe ich die dann schön satt aufgetragen. Die Barbecue-Soße kann an das Fleisch anziehen. Und dann haben wir gleich einen richtig schönen Genuss. So, Sparrows sind fertig. Jetzt hole ich hier runter. Ihr könnt natürlich in die Barbecue-Soße Chili reinmachen, Paprika edelsüß reinmachen, Paprika geräuchert reinschmeißen, Liquid Smoke, ne, um da Rauchnuancen dran zu bekommen. Das obliegt ganz euch, das was euch quasi schmeckt. Ich finde die Methode, innerhalb von 2 Stunden perfekte Sparrows zu haben, sensationell. Viele haben einfach nicht mehr so die große Zeit, diese 3-2-1 Methoden zu machen. Das ist eine tolle Alternative, wo wir in meinen Augen perfekte Sparrows haben. Und wenn ich mit den Fingern den Knochen so abziehen kann. Sensationell. Guten Hunger. Weiter, weiter, weiter. So, ihr Lieben, weiter geht's mit der Gusspfanne, wo wir richtig schöne Hacksticks drin machen. Das heißt, die Pfanne kommt jetzt erstmal wieder solo in den Grill und dann erkläre ich, wie es weitergeht. Wir haben hier einen schönen Rindernacken durchgewolft, Salz, Pfeffer rein, bisschen angeformt, angedrückt. Die werden wir gleich in der Pfanne anbraten. Dafür habe ich hier wieder unser Sonnenblumenöl. Dann wende ich das, dann fülle ich das mit einer Paprika-Tomaten-Soße auf,
frische Tomaten rein, Cherry-Tomaten, die halbiere ich noch. Drücke einen Knoblauch an, schmeiße ich rein, damit ein bisschen Thymian, Rosmarin und lasse das quasi in der Bratpfanne so ein bisschen köcheln, bis das durchgegart ist. Und dann haben wir mit, wenn du Nudeln kochen möchtest, Reis kochen möchtest, ein bisschen mit getrocknetem Graubrot oder sowas zum Döppen, haben wir ein wunderbares Gericht aus der Gusspfanne. So, Pfanne ist wieder heiß, Öl kommt rein, nicht zu viel. Und auch hier wieder wichtig, Deckel runter. So, das sieht doch schon wieder ganz ordentlich hier aus. Jetzt drehe ich die einmal. Sehr schön. Deckel wieder zu und weiter anbraten lassen. Damit das ein bisschen Charakter bekommt, haue ich die Soße hier mit rein. Dann die Cherry-Tomaten und lass das quasi mit dem ganzen Sud da drin einfach kochen. Können auch mit den Temperaturen jetzt ein bisschen runterfahren. Zu den Temperaturen generell sage ich auch gleich noch was, damit wir alles zusammen haben. So, ihr Lieben, jetzt lassen wir das einfach so ein bisschen mitkochen, gar kochen. Schmecken jetzt noch mal so ein bisschen ab. Ich habe hier noch ein bisschen Thymian und Rosmarin reingetan, frische Cherry-Tomaten. Und dann haben wir nachher mit ein bisschen Graubrot einfach ein tolles Essen aus der Gusspfanne, was einfach Spaß macht und ehrlich ist und alles total unaufgeregt ist. Kommen wir gerade ganz kurz mal irgendwie zu Temperaturen, weil da habe ich mich bis jetzt sehr, sehr zurückgehalten. Letzten Endes ist es relativ einfach bei Vollgas 350, 400 Grad den Grill hochheizen, das Gussprodukt rein, warten bis es heiß ist, 10 Minuten ungefähr, dann das Öl rein und dann kann ich quasi mein Produkt darin richtig anbraten. Wenn ich solche Sachen habe, wie jetzt nur Zwiebelchen anschwitzen, da brauche ich natürlich keine 400 Grad, dann reichen 300, 350 Grad, dann fährt ja auch die Temperatur wieder so ein bisschen runter. Alles total unkompliziert. Wir verraten dem Guss auch nicht, wenn der Grill nur 300 Grad schafft, dass es nur 300 Grad sind, dann braucht es einfach ein bisschen länger. Aber die Ergebnisse werden trotzdem sensationell. Und das finde ich das Schöne an Guss. Sobald sich eine Patina während des Grillens gebildet hat, habe ich quasi ein rundum sorglos Paket mit meinem Gussprodukt. Es kann mir nicht wegrosten, es klebt mir nichts irgendwie an und ich kann sensationell damit arbeiten. Früher in der Küche, ich bin ja gelernter Koch, habe ich am allerliebsten mit den ganzen alten Gusseisen-Stahlpfannen gearbeitet, die einfach schon so richtig durchgenudelt worden sind, weil damit hat das Essen wirklich am schönsten, am leckersten ausgesehen und geschmeckt. Ah. Wenn man sowas aus dem Grill holt, ist es doch einfach nur schön. Wenn das nicht mal leckere Hacksteaks sind, schön mit dem Paprika-Tomatendip, mit den frischen Cherry-Tomaten, Knoblauch, Thymian, Rosmarin, einfach ein bisschen anbraten, einköcheln lassen. Oh, ich habe noch gerade ein bisschen Brot auf den Grill geschmissen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. So, wenn wir das doch mit dabei haben, haben wir doch einfach wieder was Schönes zum Schnabulieren. Auch gut, dass das nicht heiß ist. Ein ehrliches, einfaches Essen. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Genauso wie mir das Vorbereiten und Arbeiten mit unseren Gussprodukten. Ihr wisst Bescheid, klickt, liked, teilt, rastet aus, schreibt einfach wie bekloppt, wenn ihr Fragen habt. Ruft uns an, schreibt eine E-Mail oder noch schöner, kommt vorbei. Dann könnt ihr mal die schweren Gussmoppets in die Hand nehmen, ob mit Deckel, ohne Deckel, geriffelt, nicht geriffelt, oval oder rund oder eckig. Das, was euch gefällt. Ich bin raus, euer Benni. Ich bin raus, euer Benni, und das mache ich jetzt nochmal von vorne.